Recore heißt dieses Spiel, Elena heißt diese Dame und ich bin Michi und völlig ratlos. Dieses Spiel ist ein bisschen so, ich würde sagen, hatte so einen Ninja-Launch. Es ist einfach auf einmal da gewesen. Ich spiele jetzt hier mal. Ich habe noch gar nicht gespielt. Elena hat aber schon was, 5 Stunden reingespielt. Was ist denn Recore? Ich hab einen Trailer davon gesehen, der sah ganz nett aus mit so Robotern vor Jahren auf einer E3 und dann ist es völlig von meinem Radar verschwunden. Das war tatsächlich sehr komisch bei Recore, weil obwohl Microsoft ja so großartig mit den Play-Anywhere-Titeln und so, und das ist jetzt wirklich wieder ein großer Play-Anywhere-Titel, der kommt, hat man da wenig gesehen. Es gab diesen E3-Trailer eben, der also echt niedlich war mit dem Roboterhund, den man jetzt auch da vorne hüpfen sieht, den Mac. Und dieses Jahr gab es einen Gameplay-Trailer zu sehen, der dann so gemischte Gefühle auslöste, weil es ein bisschen, viele hatten dann die Befürchtung, dass es halt sehr shooterlastig dann doch ist und sehr, sagen wir mal, nicht so einen eigenen Charakter dann doch hat. Und ja, jetzt ist das Spiel auf einmal da und wir müssen es testen und spielen und anschauen. Also es ist irgendwo ein Shooter, es ist irgendwo ein Action-Adventure und ich habe gehört, das ist von den Leuten, die an Metroid Prime mitgearbeitet haben und dann auch von dem in Ungnade gefallenen Kenji Inafune, der zuletzt das Mighty No. 9 so ein bisschen verbummelt hat. Sind denn hier Sachen mit dabei, die du aus Metroid Prime, die man da wieder erkennt? Ja, also es ist halt, also man merkt das sehr, sehr stark, diese Inspiration eben Metroid Prime, also auch im ganzen Charakter, wie sie diese Shooter-Passagen mit den 3D-Plattform-Passagen abwechseln. Ja. Und da merkt man schon sehr stark diesen Einfluss raus und genau, also viel, viel deutlicher, als man jetzt zum Beispiel irgendeinen Mega Man rausmerken würde. Es ist ganz klar Metroid Prime orientiert und genau. Wo sind wir hier? Das ist nicht die Erde, oder? Das ist irgendein Wüstenplanet. Genau, das ist Neu-Eden, haben sie das genannt. Und es geht ein bisschen damit los. Du bist hier die Jewel, das Mädel. Mhm. Und du bist eine Ingenieurin, die nach hunderten Jahren Kryoschlaf auf einem fremden Planeten aufwacht. Die wurde eigentlich dahin geschickt, quasi um, weil die Menschheit da den ganz gern besiedeln würde, weil der sehr erdähnlich ist, der Planet. Mhm. Aber irgendwas ist halt schief gegangen. Du wachst auf, da sind keine Menschen da. Und jetzt musst du erstmal gucken, jetzt gerade suchen wir eine Energiequelle. Was da eigentlich passiert ist und warum die Menschen weg sind und warum diese ganzen Arbeitsroboter, die eigentlich diesen Planeten für die Menschen vorbereiten sollten, auf einmal alle böse sind und sie angreifen. Und das läuft aber dann alles so, läuft das sehr linear ab oder muss ich mir das hier eher wie so eine Open-World-Hub-World vorstellen? Also komme ich da oft wieder in diese Knotenpunkte zurück oder läuft das alles linear ein Level nach dem anderen ab? Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, tatsächlich, weil eigentlich ist es sehr linear von der Story her. Also du hast gar keine Nebenmissionen, du folgst wirklich eigentlich nur immer dieser einen Quest. Mhm. Aber vor allem später im Spiel, soweit bin ich jetzt noch nicht, aber da habe ich viel drüber gelesen, ist es dann tatsächlich so, dass du wohl immer wieder zurückkommst, um halt dann, also man braucht zum Beispiel, um Türen zu öffnen, braucht man so spezielle Kerne, Recore-Kerne und so. Mhm. Und die muss man sich dann eben in das suchen, indem man an Orte kommt, ähnlich auch wie bei Metroid Prime, wo man vorher noch nicht hin konnte, eben indem man neue Fähigkeiten gelernt hat, überspringen kann und so weiter. Und deswegen kommt man immer wieder dann in diese Hub-Welt dann auch letztendlich zurück oder muss verschiedene Gänge erkunden. Und man merkt das auch jetzt schon stark, dass man immer wieder zurück muss an bestimmte Orte, um eben bestimmte Kerne dann zu aktivieren und bestimmte Sachen zu finden. Mhm. Genau, also ist schon dann schon wieder zurückorientiert. Das ist jetzt nicht so, dass du einfach linear, tunnelmäßig Level um Level dann tatsächlich durchquerst. Aber hast eben nicht wirklich sowas wie Nebenaktivitäten. Das sagst du, hast einen Grund, diese Welt zu erkunden. Jetzt ist ja so ein bisschen, was diesem Spiel vorauseilt, dass es einige Tests schon online gibt und da kommt es nicht so gut weg. Also es hat eher so durchschnittliche Wertungen. Ist es ein Eindruck, den du mit dem, was du schon gespielt hast, in irgendeiner Weise bestätigen kannst? Also es gab ja, glaube ich, Kritikpunkte, dass es halt sehr eintönig auf Dauer irgendwie ist. Ja, also mir ging es da halt, also ich kann die Wertung ein Stück weit sehr gut verstehen. Ich würde nicht ganz so krass werten, weil ich finde, dass es sehr viele schöne Ideen und Ansätze drin hat, die wirklich cool sind und Spaß machen. Aber man hat so ein bisschen dieses Gefühl, das ist einfach so, da über diese ganzen Ideen ist so viel drüber gestülpt, was eigentlich überhaupt nicht nötig wäre. Eben dieses ganze viele Backtracking, dann dieses, dass man wirklich diese Kerne dann am Ende grinden muss ohne Ende und dann
dann teilweise echt dann frustriert ist, wenn man sagt, okay, du brauchst jetzt 30 Kerne oder so und dann musst du ewig rumlaufen, um die zu finden und du hast aber gar keine genaue Ahnung, wo in dieser Wüste die sind und es sieht in der Wüste alles gleich aus und so weiter. Man hat halt trotzdem, obwohl es nicht sehr lang ist von der Spielzeit, also was ich so bislang gelesen habe, waren so 10, 12, 13 Stunden, fühlt es sich trotzdem stellenweise gestreckt an und das ist halt echt schade, weil diese Kernmechaniken richtig viel Spaß machen. Also es hätte es gar nicht gebraucht, weil dieses das Plattforming ist eigentlich richtig cool, abgesehen davon, dass die Kamera manchmal nicht ganz mitspielt und auch die Kämpfe ist halt das gleiche, die machen super viel Spaß, die sind richtig flott, schön, arcadic, aber ja, da ist dann wieder, da zickt dann die Steuerung ein bisschen dann. Und man merkt halt, alles ist so eigentlich vom Ansatz her richtig super, aber es braucht noch, hätte noch ein bisschen gebraucht, dass es sich wirklich so gut entwickeln kann. Ja, schade, dass es gerade irgendwie auch mit Kenji Inafune, der hat gerade keine so eine, er ist glaube ich hier nur Producer, aber er hat hier glaube ich keine so eine, also gerade keine so eine Glückssträhne. Was? Sprinten? Muss halt genau durchsprinten. Genau, das sind dann eben, du erkennst dann mit der Zeit sozusagen dann noch neue Fähigkeiten, du hast dann so einen Doppelsprung, dann kommen irgendwann so Portale in der Luft auf und zu, wo du dann genau dann eben nochmal deine Sprungweite quasi vergrößern kannst. Das ist halt schon dieser ganz coole Plattformer-Charakter, wie man es jetzt so irgendwie von alten PlayStation 2 oder GameCube-Titeln auch kennt, ja. Was es eigentlich so jetzt nicht so gibt in letzter Zeit, weshalb es eigentlich richtig cool ist von der Idee her. Ja. Da ist dann halt oft dann einfach das, dass dann halt wirklich an den Feinheiten dann scheitert. Sagst du, oh, du, die Steuerung nervt und du kommst dann nicht klar und dann wird es dann leider schnell frustrierend. Wir spielen das gerade am PC, das ist ein Play-Anywhere-Spiel. Ne? Also man kann das, wenn man es einmal kauft, auch auf der Xbox One spielen. Und ich finde, es sieht hier richtig hübsch aus. Also wir haben es, die Grafikauflösung ist, glaube ich, richtig hoch oder die Effekte relativ hoch gedreht. Schon nett. Mhm. Das ist halt eben das, was halt auch wieder so lustig ist. Das Spiel sieht halt stellenweise richtig, richtig schön aus. Also eben vor allem in diesen Höhlen hat man so tolle Kristalle und so. Mhm. Auch in verschiedenen Farben und die leuchten. Und das ist halt schon richtig cool. Und auch diese technischen Sachen und auch die Gegner, finde ich. Das sind halt wirklich so Roboter-Tiere. Du hast dann auch Wölfe oder Spinnen. Und die haben ein cooles Design. Mhm. Dieser ganzen Splitter-Optik und so. Aber dann hast du auch wieder draußen diese Bereiche in der Wüste, die halt sehr, sehr eintönig sind. Und was halt auch bei den Texturen, selbst am PC auffällt, dass die halt teilweise dann gestochen scharfe Texturen nehmen, komplett verwaschen sind. Ich habe keine Ahnung, wie das zustande kommt. Oh, was denn jetzt? Gottes Willen. Ja, genau. Es kommen immer freakigere Gegner. Und die Bossmonster sind halt dann ja größere Ausführungen davon, die dann schon richtig cool sind. Also wenn da so ein riesiger so Wolf in dem Look auf dich zukommt, ist dann schon, es sieht cool aus. Y. Genau, du kannst mit Y deinen Roboterfreund dirigieren, die Gegner anzugreifen. Mhm. Du musst halt ein bisschen gucken, der hat da oben eine Lebensanzeige und wenn du den halt quasi, der kann halt dann auch, also nicht wirklich sterben, aber kann halt aus Gefecht gesetzt werden. Und man bekommt später mehrere solche Roboterfreunde, die haben dann auch unterschiedliche Farben. Man sieht hier, dass die Gegnermonster auch rot und blau eben sind. Mhm. Und je nach Farbkompatibilität kann eben der Roboter dann auch mehr Schaden machen. Okay. Das ist halt dann sinnvoll, mehrere farbige Roboter quasi dabei zu haben. Dasselbe gilt für die Munition. Man sieht hier unten, wir haben momentan diese weiße Munition und wir können dann später noch weitere Farben dazu gewinnen, die dann eben effektiver sind, zum Beispiel rote oder gelbe Monster. Okay. Hast du ihre Höhlen gesehen, Max? Ja, jetzt ist es eher ein durchwachsenes Bild. Wir sind jetzt mal gespannt, wie das noch sich weiter zeigt. Man muss es ja noch eine Weile spielen für den fertigen Test. Aber bis hierhin erstmal so ein kleiner Eindruck. Also gute Ideen, vielleicht nicht bestmöglich umgesetzt. Ja, leider ist es, hakt immer an manchen Stellen. Aber an sich, die Grundideen, da steckt halt viel drin in dem Spiel. Ja. Danke euch fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.